Das Thema der Abtreibung war mir immer schon ein wichtiges Thema. Denn wer ist der Schwächste, der Ungeschützteste als dieses kleine Wesen im Schoß seiner Mutter? Dann habe ich mich entschieden, ich habe von diesem Film schon gehört, der gemacht wurde über die Abtreibung, über die Erfahrung einer Frau, die Chefin eines der wichtigeren Zentren von Planned Parenthood in den USA war und die dann so einen Wendepunkt hatte, als sie selbst zum ersten Mal bei einer Abtreibung dabei war. In meinem einleitenden Video haben wir so ein bisschen davon gesehen, gerade dieser Moment, wo sie bei dieser Abtreibung dabei ist und wo sie erlebt, was das eigentlich ist. Und jedes Mal, wo es kam in diesem Film, es war unglaublich für mich. Also ich war echt so von drinnen irgendwie zerrissen. Und das, was am meisten einen irgendwie, ich kann das gar nicht in Worte fassen, die Leute, die das tun, da in diesem Planned Parenthood, die sind überzeugt, dass sie das Gute tun. Das ist das Unglaubliche und Traurige dabei. Sie sind überzeugt, sie helfen den Frauen bei ihrer reproduktiven Gesundheit, dass es den Frauen gut geht, sie geben den Frauen eine neue Chance. Sie sind überzeugt, das Gute zu tun. Das ist das Tragische dabei. Und was auf der anderen Seite passiert, ich konnte mir nicht helfen, das mir vor Augen zu führen. Stell dir vor, die Person, die dich auf dieser Welt am meisten lieben soll, am meisten beschützen soll, die Mama, die lässt dich dem Tod über. Und so einem grausamen Tod. Das ist eine der Sünden, die sogenannten Peccati Clamans sind. Die in den Himmel schreienden Sünden. Das Blut eines Unschuldigen. Das ist so eine Kategorie von Bösen. Dass eine Bitte, ein Geschrei davon direkt vor Gott kommt und er direkt tut etwas. So eine große, schreckliche Angelegenheit ist das. Sofort mit dieser schrecklichen Sünde, mit diesem schrecklichen Bösen, ist man abgeschnitten vor Gott. Abgeschnitten. Aber Gott will auch diese Personen retten. Und ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt generalisieren kann. Aber indem ich darüber ein bisschen nachgedacht habe, ein bisschen gebetet habe, habe ich etwas verstanden, weil wir, die Christen, und in diesem Fall besonders die christlichen Mütter, die sind eben der zweite Christus. Wir Christen sind Christus heute. Und Christus heute ist eingeladen, die Sünden der anderen am eigenen Leib zu tragen. Und Gott, in seinem Willen, die Welt zu retten, erstellt das Gewicht dieser Sünde auf seinen Sohn, wieder, der in diesen Christen lebt. Und ich denke mir, dass es eine Verbindung gibt zwischen dieser Sünde der Abtreibung und der spontanen Schwangerschaftsverlust. Ich denke, dass Gott dadurch eine
Gelegenheit öffnet zur Heilung. Denn die Liebe, die diese christlichen Mütter haben zu ihrem kleinen verlorenen Schatz, diese Tränen, die sühnen auch aus diese schreckliche, schreckliche Sünde, die die Mütter, die das noch nicht wissen, tun. Deswegen versuchen wir was zu tun, versuchen wir zu retten, versuchen wir, dass diese Elend aufhört und dass die Familien, die Mütter, die das getan haben, dass ihnen vergeben wird, dass sie verstehen, was sie getan haben, dass sie um Vergebung bitten, dass sie ihrem kleinen Schatz wieder Liebe zeigen, dass sie ihm einen Namen geben, dass da eine Versöhnung passiert. Mit Gottes Hilfe tun wir was. Und auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria. So sei es. Amen. Amen.